Jens Stoltenberg bekommt eine Verlängerung seiner Verlängerung als NATO-Generalsekretär. Eigentlich wollte der Norweger ja schon vergangenen Herbst seinen Abschied nehmen. Er hängt aber angesichts des gerade ausgebrochenen Ukraine-Kriegs ein Jahr dran. Jetzt bleibt er sogar bis September 24, auch weil die NATO-Regierungschefs sich nicht auf einen Nachfolger, eine Nachfolgerin einigen konnten. Die Ukraine wird es freuen, denn Stoltenberg gehört zu ihren entschlossensten Unterstützern. Und diese Unterstützung ist nach wie vor bitter nötig, wie die unablässigen russischen Angriffe zeigen. Eigentlich liegt Pierwomaisky weit weg vom derzeitigen Hauptschauplatz der Kämpfe. Dennoch werden in der Stadt, 80 Kilometer südlich von Charkiw, bei einem russischen Angriff Dutzende Menschen verletzt, darunter 9 Kinder. Im südukrainischen Cherson sterben am frühen Morgen bei einem Artillerieangriff ein Mann und eine Frau. Hier versuchen russische Truppen, den Vormarsch der Ukrainer zu stoppen. Die Stadt steht unter ständigem Beschuss, doch die verbliebenen Einwohner wollen nicht flüchten. Jetzt hat es keinen Sinn mehr, irgendwo hinzugehen. Erstens aus finanziellen Gründen und zweitens, weil wir alle noch hoffen und darauf vertrauen, dass dieser Albtraum bald vorbei ist und wir wieder in unseren Wohnungen leben können und arbeiten gehen. Damit dieser Albtraum endet, sind westliche Flugabwehrsysteme so wichtig, für die sich der ukrainische Präsident in einem Telefonat mit dem deutschen Kanzler bedankt hat. Deutschland hat die Ukraine bei der Luftverteidigung maßgeblich unterstützt. Die hervorragenden deutschen IRIS-T-Systeme haben sich bewährt. Wir haben auch amerikanische Patriot-Systeme erhalten, die von Deutschland an uns geliefert wurden, und die sind sehr effektiv. Seit Kriegsbeginn seien mehr als 180 russische Flugzeuge, mehr als 130 Hubschrauber, über 40 Raketen, mehr als 1000 Marschflugkörper sowie über 1600 Drohnen abgeschossen worden. Auch Russland wirft der Ukraine erneut versuchte Drohnenangriffe in der Region Moskau vor. 5 Drohnen seien abgeschossen worden. Der Flugverkehr am Airport Vnukovo wurde zeitweise eingestellt. Es gab starke Explosionen, das Haus hat gebebt, mein Kind hatte große Angst. Zu den Vorfällen äußert sich Kiew nicht. Es stehe aber fest, es brauche mehr Luftabwehr, um das ganze ukrainische Territorium zu schützen. Das belegten auch die 3 Toten beim Drohnenangriff in der Stadt Sumy vom Montag. Flugabwehrsysteme spielen mittlerweile für die Ukraine also eine entscheidende Rolle. Denn Russland greift nach wie vor das gesamte Staatsgebiet mit Raketen unterschiedlichster Bauart und mit Kampfdrohnen an. Allein im Mai holte Kiew nach eigenen Angaben rund 150 Marschflugkörper, knapp 400 Drohnen und 21 Raketen vom Himmel. Doch diese Abwehrsysteme sind nicht unfehlbar. Und die Ukraine bräuchte vor allem viel mehr dieser Lebensretter. Im Ernstfall in nur 30 Sekunden gefechtsbereit. Schultergestützte, flexible schwedische RBS-70 Bodenluftraketen von 2-Mann-Einheiten zu bedienen. Der Arbeitsablauf ist so. Die Radarstation erkennt das Ziel, das System steuert und der Schütze erfasst nach dem Sichtkontakt das Ziel und gibt den Schuss ab. Der Vorteil dieses Systems ist, dass es nicht auf Wärmefallen oder andere Störungen reagiert. Wenn es das Ziel sieht, dann wird es auch zu 100% getroffen. Die RBS-70 sind nur ein Teil des komplexen ukrainischen Luftverteidigungsnetzes. Es schießt Drohnen und Marschflugkörper auf kurzen Distanzen von unter 10 Kilometern ab. Vergleichbare Reichweiten erreichen der deutsche Flugabwehrpanzer Gepard und das amerikanische Avenger-System. Aber der Flickenteppich westlicher Flugabwehrsysteme hört damit nicht auf. Für mittlere Reichweiten von 25 bis 30 Kilometern setzt die ukrainische Flugabwehr NASAMS, Hawk und die deutsche IRIS-T-Abwehrraketen ein. Und für Reichweiten von über 100 Kilometern stehen die amerikanischen Patriot und die französisch-italienischen SAMP-T-Systeme zur Verfügung. Viele unterschiedliche Waffen, die auch von den ukrainischen Soldaten viel Flexibilität erfordern. Den eigentlich 6-monatigen Lehrgang haben wir innerhalb eines Monats absolviert, vom Wunsch getrieben, uns zu verteidigen.
Motivation ist reichlich vorhanden, klar, aber bei aller Einsatzbereitschaft lässt sich kaum vorhersagen, wann und wo die russischen Angreifer zuschlagen werden. Schwierig wird es, wenn der Angriff mit verschiedenen Waffen passiert. Nachts zum Beispiel, wenn sowohl die Shahed-Drohnen als auch Marschflugkörper anfliegen, ist es am schwierigsten. Sie fliegen unterschiedlich schnell, oft sind es viele Ziele auf einmal. Da muss man schnell entscheiden und schnell reagieren. Trotz allen Bemühens der ukrainischen Flugabwehr, eine hundertprozentige Sicherheit ist für die Zivilbevölkerung nicht erreichbar, auch nicht in der Hauptstadt Kiew, die den dichtesten Luftabwehrschild der gesamten Ukraine hat. Thomas Wiegold ist Journalist mit Schwerpunkt internationale Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Herr Wiegold, bei allen Erfolgen bei der Luftabwehr scheint die Ukraine auch in einer Zwickmühle. Entweder schützt sie ihre Städte oder ihre Soldaten bei der Offensive. Warum liefert die NATO nicht schnellstmöglich weitere Flugabwehrsysteme? Ja, diese Frage lässt sich sehr einfach beantworten, weil die NATO die nicht hat. In der ganzen europäischen NATO, also alle Allianzmitglieder in Europa, haben unterm Strich weniger dieser Luftverteidigungssysteme, als die Ukraine sie bei Kriegsbeginn hatte. Also das ist einfach eine Entwicklung gewesen in Europa, in der NATO, dass man sehr viele dieser Systeme abgebaut hat, weil man meinte, sie nicht mehr zu brauchen. Ein typisches Beispiel dafür sind diese Gepard-Flugabwehrkanonenpanzer, die an die Ukraine geliefert wurden. Die hatte die Bundeswehr vor einem guten Jahrzehnt ausgemustert, weil man einfach die Einschätzung hatte, das wird nicht mehr benötigt. Im Beitrag wurden ja, Sie haben ein System genannt, den Gepard, wurden unterschiedliche technische Systeme vorgestellt, von Kurz- über Mittel- bis zu Langstreckenabwehr. Was ist denn im Moment militärisch am wichtigsten? Ja, auch da kann man nur sagen, es wird alles gebraucht. Die Ukraine sieht sich ja einem Mix aus Angriffen ausgesetzt. Das geht von Drohnen, Marschflugkörper, Raketen, auch luftgestützt abgefeuert. Also eigentlich das ganze Portfolio. Und dagegen braucht man diese gestaffelte Luftverteidigung, die sogenannte Layered Defense, wie der Fachbegriff ist. Man braucht die Kanonen, diese Flugabwehrkanonenpanzer für kleinere Drohnen im näheren Bereich. Man braucht Systeme wie das deutsche Iris-T, wie das amerikanische Patriot, um Raketen mit Lenkerreichweite abzuwehren. Also man kann nicht sagen, das eine hat Vorrang. Man braucht eigentlich den ganzen Mix. Kommen wir zu einem Angriff auf die andere Seite. Mehrere Drohnen sind in der Nähe von Moskau abgeschossen worden. Sind diese ja vermutlich ukrainischen Angriffe eine reale Gefahr für Russland? Nein, es ist längst nicht die Bedrohung, wie die Ukraine sie ja tagtäglich erlebt mit den massiven Zerstörungen. Es sind Nadelstiche, die vor allem einen psychologischen Effekt haben, die Russland verunsichern sollen, die zeigen sollen, seht her, selbst die russische Hauptstadt ist nicht geschützt vor solchen Angriffen. Der reale Effekt ist überschaubar. Es ist ja lange diskutiert worden um die F-16-Kampfjets, vorrangig aus den USA, für die Ukraine. Nach langer Gegenwehr kam dann, ja gut, wir liefern. Es wurde und wird auch schon ausgebildet. Wie steht es eigentlich um diese F-16-Kampfjets? Denn die wären ja auch ein wichtiges Mittel, auch bei der Luftabwehr. Ja, sie werden irgendwann kommen. Nun hieß es dieser Tage, für die laufende Offensive der Ukraine werden sie zu spät kommen, weil diese Ausbildung noch läuft, weil es dauert, bis sie integriert sind. Natürlich ist es etwas, was die Ukraine auch braucht, zum Beispiel, um die russischen Kampfjets zu bekämpfen, abzuschießen, von denen Raketen und Marschflugkörper gestartet werden. Also das wäre ein Teil dieses Mix, der dringend nötig ist. Aber auf eine schnelle Lieferung scheint die Ukraine nicht hoffen zu können. Thomas Wiegold, vielen Dank für dieses Gespräch.